Diese Käferart lebt normalerweise im Grübchenwald. Bestimmt hat Bose ihn mit eingesaugt. Aber so groß sind die sonst gar nicht. Es muss Seltsames gefressen haben. Aha, dieses Biest blockiert den Feu die Feuerdrüse, deshalb kann Bowser kein Feuer spucken. Na, Luigi. Und damit geht tatsächlich der Bosskampf los. Willkommen zu einem neuen Part von Mario & Luigi Bowser's Inside Story. So, mit welchen Gegnern haben wir es zu tun? Und zwar dem Beta-Ling. Hätte ich jetzt mein neues Attackenfragment, hätte ich das auf jeden Fall verwendet. Ist ja schade, dass es nicht die Verwendung findet. Wichtig ist es erstmal, dass wir auf jeden Fall wieder unseren Sirup einsetzen. Und wieder ein paar SP-Punkte. Oh, what the fuck? Oh Gott. Ja, das war sehr eklig. Oh oh. Also der Gegner meint es wohl ernst. Und der langsamste Gegner ist es wohl offensichtlich auch nicht. Wir setzen sofort einen grünen Panzer ein. Bam und 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 bam. Ja, 25 ist es. Nein, oh mein Gott. Oh oh. Pilz für Luigi. Pilz für Luigi, meine ich. So, hier Luigi, friss meinen Pilz. Kollege. So. Und wir setzen nochmal einen grünen Panzer darauf und greifen ununterbrochen an. Gar keine Chance geben zum Ausruhen. Oh, und das war sogar ein exzellent sogar. Wow, Subi. Oh Gott. Ich denke immer, gleich wenn dieses Wink kommt, dann greift er mir gleich an, aber dem ist nicht so. Heidenei. Der Gegner ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube aber, der hat ein bisschen weniger als unser erster Boss. Ich glaube, das macht 30 bis 50 KP aus, wie viel ja, er weniger abzieht. Ich setze mal einen Hammer ein. Vielleicht ist das effektiver. Der greift nur mal nicht so schnell an, aber ich denke immer, der greift gleich an. Ich versuche es mal mit dem Sprungangriff. Und bam! Und bam! Okay, und nochmal einen ordentlichen Hammerangriff. Vom Feinsten. What the fuck? Wow, oh, es kann fliegen. Und es greift nochmal an. Und diesmal konnte ich sogar countern. Und nochmal eine ordentliche Sprungattacke. Nein, wir beenden es mit dem Hammerangriff. Oder auch nicht. Ja, gut gecountert. Und nochmal. Und Sprung, Angriff. Stirbst du jetzt? Und BAM! Es ist noch nicht tot. What the fuck? Nein, oh, aua. Du drecksfähig. Ah. Jetzt spuckt er sogar unsere Lilifee aus. What the fuck? Lass jetzt meine Lilifee in Ruhe. Komm schon. Bam. Und jetzt kombiniert er sogar seine Angriffe. Das ist nicht immer lustig hier. Letztes Mal grüner Panzer. Vielleicht war es es auch schon. Nein, es scheint es nicht gewesen zu sein. Komm schon. Nein. Ja, durch einen Counter ist er jetzt verreckt. Wir haben den Beta-Ling besiegen können und die Feuerdrüse ist wieder aktiv. Mario und Luigi bekommen jeweils ein Level Up von Level 6 und wir steigern wohl auf zu einem neuen Rang, der Panzerrang. Du kannst jetzt zwei Bekleidungsstücke gleichzeitig tragen. Ach so. Das ist ja mal interessant. Was sagen die KP? Schlecht. Die SP? Angriff? Ja, 4! Fette Scheiße! Yes! So gefällt mir das schon besser. Luigi, ebenfalls Level 6 und einen neuen Rang erhalten. Und damit kann er jetzt auch zwei Begleitungsstücke gleichzeitig tragen. Gut. Oh, die KP sehen sehr vielversprechend aus.
Angriff aber auch okay mit zwei. Ja, will ich mich jetzt mal nicht beklagen. Ist in Ordnung. Damit ist die Feuerdrüse wieder frei und Bowser kann Feuer spucken. Das war ja knapp, ich habe kurz nicht aufgepasst und... Naja, ich schulde euch was. Hey, was ist jetzt los? Ich kann wieder Feuer spucken. Du hattest ein Monster verschluckt, das deine Flamme blockiert hat. Was? Aber wir haben uns gerade darum gekümmert. Beruhig dich. Dich kann man ja gebrauchen. Ich nehme dich gerne in meinen Gefolge auf. Sehr nett, aber nein. Pah, die Formalitäten erledigen wir später. Wie heißt du eigentlich? Mein Name? Genau, wie heißt du? Ja, so mein Name ist... Chippy. Chippy? Komischer Name. Ja, etwas komisch, aber das ist egal. Ja, Chippy, hast du gerade wir gesagt? Sind da noch mehr in meinem Körper? Habe ich das gesagt? Na, ist auch egal. Viel wichtiger ist, dass ich wieder Feuer spucken kann. Jetzt werde ich zeigen, was ich wirklich kann. Die Prinzessin scheint nicht hier zu sein. Wir müssen jetzt wohl erstmal Bowser machen lassen. Wahrscheinlich gibt es noch weitere Veränderungen in seinem Körper. Mit Y-Feuer zu spucken macht echt Spaß. Damit verwandle ich hintere Nässe in Nasche. Zuallererst das ganze Gestrüpp hier und der Gegend. Damit können wir echt jetzt dieses Gestrüpp entfernen. Da haben wir nichts mehr. Dann werde ich jetzt weitergehen. Hier haben wir noch mehr Gestrüpp. Oh, wir können sogar Palmen abfackeln. Cool. Was? Was machst du denn noch hier? Oh, werter Herr, warum ich noch hier bin? Ich stecke in Schwierigkeiten. Meine kleine Blockdogge ist mir ausgebuchst. Hallo, Blockdogge, komm zu Herrchen, du fehlst mir. Oh. Böse Bulldogge. Blockdogge, böse. Oh, sieht sehr unverschämt aus hier. Da ist ja mein kleines Hündchen. Komm zu Herrchen und lass dich herzen. Oh, das nennst du Herzen? Mein Zuckerstück, warum tust du das? Oh. Das ist dein Hund? Er scheint nicht ganz bei Sinn zu sein. Es hilft alles nichts. Ihr müsst ihm ein paar Manieren beibringen. Puh, mehr als einen Schlag brauche ich nicht. Oh nein, das ist ein gefährlicher Trugschluss. Wird meine Bulldogge böse, so ist sie unaufhaltsam. Stark allein machen sie sich nur sie äußerst angriffslustig. Oh. Werter Herr, wenn mein Hündchen springt, dann ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Ein Schlag wird Ihnen hier nicht weiterhelfen. Stattdessen sollten Sie sich Ihren prächtigen Panzer zunutze machen. Halten Sie Y gedrückt, um sich zu schützen. Soll ich es Ihnen ausführlich erklären? Nee. Nun gut. Oh, ja, ich wusste jetzt nicht, ob das springt. Moment, halt! Sie wollen jetzt sicher Ihren Schlag einsetzen, nicht wahr? Nein, 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 nein. Schläge richten hier nichts aus. Blockdogge mag kein Feuer. Ein Angriff mit Feuer ist daher die beste Wahl. Sie sind sicher ein fantastischer Feuerspucker. Aber soll ich es Ihnen trotzdem erklären? Nö. Ich sehe, ich werde hier nicht gebraucht. Dann lieber eine... Oh, fuck. Okay, versaut. Scheiße. Nein. Ja, wie soll ich ihn dann abwehren, wenn ich das nicht darf? Oh, komm schon. Bam. Okay, gut abgewehrt. Oh, dann... Die Verteidigung gefällt mir, das sieht Bowser so cool aus. Oh, das war jetzt Zufall, dass ich mich gedruckt habe. Ich wusste nicht, dass er wieder zurückkommt. Aber Hauptsache sein Herrchen angegriffen, meine Güte. Oh, 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 was haben wir denn hier? Bam! Bleib lieber unten. Nein, ausgerechnet jetzt ist es ausgefallen. Ich wusste gar nicht, dass er wieder hochkommt. Und exzellent. Und damit dreht sich wieder die Blockdogge um und wir hauen ihr voll in die Fresse. Take that!
Heidenei, das springt echt spät los. Aber gut, ich habe sie so gut countern können. Und ich habe das Gefühl, das Hündchen wird langsam müde. Hier, nochmal ein Stückchen Feuer. Und ich denke, ein Schlag sollte ausreichen, um die Blockdogge wieder ruhig zu stellen. Oder noch nicht ganz, nein. Ja, ja, so macht Spielchen Spaß. Und noch einmal. Oh nee, das war nichts, das war nichts, das war nichts. Scheiße, ich darf die Bulldogge nicht angreifen. Und feuerspeiender Angriff. Komm schon, der eine Schlag soll es jetzt doch mal richten hier. Ja, ja, er ist besiegt. Hoffentlich haben wir die Bulldogge nicht getötet. Die Blockdogge meine ich natürlich. Dafür bekommen wir einen Level Up mit Bowser. Oh, und er hat nur 3 Ränge, sehe ich gerade. Bossrang Bronze. So, was sagen die KP, mein lieber Bowser? Die sind schlecht. SP auch nicht gut. Ja. Ja, geht so. Geht so. Geht so. Und dann ist immer noch nicht durchgestellt. Ach, niedlich auch beim Weglaufen, mein geliebtes Hundchen. Warte doch, Blockdogge, vergib mir. Mein Gott, hast du Sorgen. Hier können wir wieder mal ein bisschen wegflammen. Hier ist unten nichts mehr, okay. Gehen wir weiter. Ich frage mich nur, ob Bowser wirklich zu seinem Schloss gehen wird. Was haben wir denn hier? Voraus, Grübchenwald. Die Bäume in diesem Wald sind leicht brennbar, aber sie wachsen sehr schnell nach. Okay, wenn das nicht mal ein Hinweis wäre. Du Scheiße, was ist denn das hier für ein Gegner? Hä? Oh, 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 okay. Wenn du ihn hochwirft, dann ducken und bam. Hier, zurück. Ich nehme mal Feuer ein bisschen. Oh, das war ein exzellenter Angriff. Ich frage mich nur, ob die Gegner wieder brennen können. Ich denke aber schon. Normal müssten die Gegner wieder brennen, oder? Ach, das werden wir dann schon sehen. Nochmal ein Feuerangriff. Hey, na, die halten aber echt viel durch. Es sind komische Gegner, die gefallen mir nicht. Ja, komm, jetzt müsst ihr auch mal sterben hier. Wie viel habt ihr? Ja, jetzt, okay, gut. Bam! Nein, naja, aber die geben so viele Erfahrungspunkte wie der Hund. Ach du Scheiße. Okay. Der Baum gefällt mir nicht. Aber ich habe im ersten Angriff landen können mit einem Feuerangriff. Autsch! Bam! Aber ich glaube, der erste Angriff, das ist immer ganz auch wichtig. Generell bei solchen Spielchen. Und exzellenter Feuerangriff. Und es brennt sogar tatsächlich. Cool. Und nochmal ein Feuerangriff vom Feinsten und... What the fuck? 20? LOL. Der Angriff hat 20 abgezogen. Kranke Scheiße, Maria. Ach du Scheiße. Oh, Wiggler. Ah, ich kann's mir schon denken. Ich kann's mir schon denken. Bam. Bam. Nee. Nee, das ist eine andere Reihenfolge. Nee, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Tut mir leid, das habe ich jetzt völlig vergessen. Also 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Ich glaube, wir sehen hier in der Nähe später auch irgendeinen. Ah, wenn das gute Viech nicht ist. Ja, 1, 3, 2 und 4. Oh, ist das süß! Ja, wo rennt's denn hin? Oh, wir können jetzt weiter. Aber jetzt gucke ich mich doch hier erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch was. Ahahaha, da finden wir doch noch was. Zack. 50 Euro. Was ist das? Wir haben. Ich komme hier auch nicht ran, oder? Nee. Oh mein Gott, wie komme ich denn da ran? Vielleicht mit einer späteren Fähigkeit. Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es dann schon sehen. Sehen wir das noch?
zur Fratzenprärie. Und was uns dann da erwarten wird, das sehen wir im nächsten Part von Mario & Luigi's Bowser's Inside Story. Abenteuer Bowser! Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Part und schaltet auch regelmäßig wieder ein. Und ciao, ciao!